Du bist Arbeitnehmer, du fürchtest eine krankheitsbedingte Kündigung und willst wissen, wann man eigentlich seine Ärzte von der Schweigepflicht entbinden muss und wann man das nicht machen sollte, ja, und was man dazu sagen muss zum Thema Krankheit vor Gericht, wie weit man sich da sozusagen nackig machen muss. Ja, das klären wir mal im heutigen Video. Denn hier ist aus Arbeitnehmersicht schon eine gewisse Strategie geboten. Wenn du jetzt selber Arbeitgeber oder Personaler bist und willst das mal aus Arbeitgebersicht dir angucken, schau auf den Arbeitgeber-Coaching-Kanal. Dort erkläre ich das für die andere Zielgruppe sozusagen. Ja? Also hier jetzt streng aus der Arbeitnehmersicht. Das Problem ist folgendes. Wenn du eine Kündigung, krankheitsbedingte Kündigung bekommst, weißt du das ja häufig nicht, dass es krankheitsbedingt ist. Könnte man so denken. Ja, steht ja nicht drauf auf der Kündigung. Aber du weißt natürlich, warum der Arbeitgeber dich auf dem Kieker hat. Und wenn der Arbeitgeber schon ein BEM durchführen wollte oder durchgeführt hat, dann spricht natürlich vieles dafür, dass es die krankheitsbedingte Kündigung ist. Ist kein BEM durchgeführt worden, kannst du dich zurücklehnen. Denn völlig egal, krankheitsbedingt kann er dich gar nicht kündigen. Wenn er es dann doch macht, dann ist diese Kündigung auf jeden Fall unwirksam. Es ist nur so, man muss natürlich auch gegen unwirksame Kündigungen vorgehen. In dem Moment, wo du die Kündigung hast, empfehle ich dir, anzurufen. Deutschlandweit kannst du kostenlos und unverbindlich bei Kündigungen anrufen, dass man uns besprechen. Ja? Und dann wird man in der Regel sagen, wir müssen dagegen klagen. Ja? Denn auch wenn die offensichtlich unwirksam ist, weil kein BEM oder fehlerhaftes BEM, auch dann muss man sie angreifen. Sonst ist man weg vom Fenster. Ja, dann kann man dagegen nichts mehr machen. Wenn die 3-Wochen-Frist rum ist, ja, Feierabend. So, das bedeutet jetzt aber nicht, weil man jetzt dagegen klagen muss, dass man vor Gericht die Hose runterlassen muss. Denn wenn ich schon weiß, dass aus formalen Gründen die krankheitsbedingte Kündigung unwirksam sein wird, dann kann ich mich zurücklehnen. Ich kann jetzt schauen, bringt der Arbeitgeber vielleicht andere Kündigungsgründe? Meistens sind die dann auch an Haaren herbeigezogen. Ja, du weißt ja, ob du was Blödes noch gemacht hast, aber wenn die Leute krank sind, können sie in der Regel nichts Blödes machen. Betriebsbedingt greifen wir sowieso dann immer gerne an, weil das sind meistens Konstruktionen. Ja, also verhaltensbedingt in der Regel kein Verhalten, weil nicht da. Betriebsbedingt in der Regel kein Problem, weil zu konstruiert. Also dann krankheitsbedingt, also personenbedingt, das Problem, ja, kein BEM oder fehlerhaftes BEM, auch schon kaputt. So, jetzt nehmen wir mal an, also in diesen Fällen werden wir nichts weiter sagen, da werden wir nur sagen, betriebsbedingt, da geht es ja sowieso nicht um die ärztliche Geschichte, verhaltensbedingt geht es auch nicht drum. Also bei krankheitsbedingt werden wir einfach nur sagen, BEM nicht in Ordnung, ja, und fertig. Wenn das jetzt nicht so eindeutig ist, wenn der Arbeitgeber zumindest mal ein BEM gemacht hat oder du das BEM endgültig verweigert hast gegen meinen Rat und nicht einfach nur gesagt hast, im Moment nicht, aber später, das soll man ja so machen, schau dir die BEM-Videos an, ja, betriebliches Eingliederungsmanagement, habe ich genau erklärt, wie man da vorgeht, ja, aber wenn du das jetzt vielleicht nicht so ideal hinbekommen hast, die Videos nicht kanntest oder was auch immer, jedenfalls, wenn man nicht so ganz genau weiß, ja, ob die vielleicht doch durchgehen könnte, dann kann es sein, dass man quasi offenlegen muss. Dann ist es aber wichtig, dass man das richtig macht. Da gibt es eine Entscheidung vom LAG Köln. Ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt. Da hat das LAG Köln zum Beispiel gesagt, es reicht nicht aus, wenn ich einfach die AU-Bescheinigung vorlege und einreiche, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Kann man jetzt auch noch haben, digital, man kann sie ja trotzdem geben lassen. Ja? Also wenn man die AU-Bescheinigung einreicht und einfach nur die Ärzte, die da draufstehen, von der ärztlichen Schweigepflicht entbindet, reicht das nicht aus. Das Landesarbeitsgericht Köln meint mit, wie ich finde, ganz guten Gründen, man muss auch noch was zur Krankheit vortragen, weil die müssen ja zu irgendwas befragt werden. Das Gericht braucht ja für seine Beweisaufnahme quasi so ein bisschen Futter. Ja? Kann man vielleicht auch anders sehen, ja? Aber ich fand das erstmal, dieses Urteil jetzt nicht völlig falsch. Dementsprechend muss man zur Sicherheit dann zum einen zur Krankheit was sagen, auch zur Prognose. Ja? Also Beispiel, du hast eine Reha oder eine Therapie, dann spricht das häufig gegen die erforderliche Prognose, dass du auch künftig wieder krank wirst, weil sonst gibt es ja gar keine Reha. Das heißt, allein wenn ich vortrage, war so und so krank, orthopädisch, macht jetzt aber eine Reha, kann ich damit die Prognose in der Regel schon in den Griff bekommen auf Arbeitnehmerseite. Ja? Aber auch sonst, ja, wenn der Arbeitgeber natürlich die Krankheiten anzweifelt, ja, und wenn es um die Arten der Krankheiten geht, das kann auch für die Prognose entscheidend sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stütze aus Arbeitgebersicht, ja, ich stütze meine negative Prognose nach dem Motto, der war immer krank, wird auch in Zukunft krank sein, darauf, dass der dauernd sich irgendwas bricht, ja, dauernd, der hat einen Glasknochen, dauernd bricht ihm was und dann ist er krankgeschrieben. Dann kann ich natürlich nicht die Krankheitszeiten wegen der Erkältung damit reinrechnen,
Ja, weil die hat für die Prognose keine Aussagekraft. Erkältet sind wir alle mal. Ja, und wenn jemand zwischendurch noch eine Magen-OP hatte, kann ich auch diese Magen-OP-Zeiten, das hat auch mit den Glasknochen nichts zu tun. Es gibt aber natürlich auch eine Prognose, weil jemand ständig wegen irgendwas anderem krank ist, gibt es natürlich auch eine Prognose unter Umständen, der ist einfach immer krank, wegen allem Zeug, ein empfindlicher Mensch, der fängt sich alles ein. Ja, muss man mal so ein bisschen schauen, aber häufig verengt sich das ja auf bestimmte Krankheiten. Die Leute hatten Pech, ja, hatten ein paar Beinbrüche oder hatten Beinbruch und hatten irgendeine Krankheit, die länger oder schwieriger ist, das kombiniert, ja, dann kann man natürlich immer sagen, okay, rechnet man nicht zusammen, hat mit einem mit dem anderen nichts zu tun. Sonderfall Alkohol, erste Mal eine Therapie gemacht bei Alkoholkrankheit, ja, kann ich immer sagen, Prognose, Therapie sieht gut aus, ja, eine Therapie gibt es ja nur, weil die Erfolg verspricht. Wenn das natürlich dann das zweite Mal schief ging, also ich habe eine Kündigung weggekickt, du wirst rückfällig und dann gibt es wieder eine Kündigung, dann wird das schon schwieriger, / unmöglich, weil natürlich der Arbeitgeber dann sagt, na wieso, der hatte schon eine Therapie, offensichtlich hilft die Therapie bei ihm nicht, er wird eh wieder rückfällig, also hilft das auch für die Prognose nicht, ja, um die zu erschüttern. Das wird dann schwierig. Psychische Erkrankungen sind langwierig. Ja, da kann man aus meiner Sicht immer ganz gut arbeiten mit Therapien. Und da kann es auch manchmal sein, dass man die falsche Therapie macht oder die Therapie länger dauert und so weiter. Also bei psychischen Erkrankungen, die ja immer eine immer größere Rolle spielen, kann man eine Menge machen. Auch häufig ist ja auch der Arbeitgeber nicht unbeteiligt. Mobbing oder falsche Arbeitsbedingungen, Nichteinhaltung der Arbeitszeit und so weiter. Und Gründe, die der Arbeitgeber setzt für die Erkrankung des Arbeitnehmers, Arbeitsunfälle und so weiter, die kicken wir eh raus. Die haben für die Prognose nichts zu tun. Wenn der Arbeitgeber selber schuld ist, den Arbeitnehmer krank macht, kann er nicht sagen, ich kündige ihn, weil er jetzt krank ist. Kommt nämlich aus seiner Sphäre. Ja? Genauso, wenn er ihm auf die Nase haut, dann wird das deutlich. Ne? Der Arbeitgeber kann ja nicht hingehen, den Krankenhausreif schlagen und dann sagen, ja, du warst sowieso schon so oft krank, jetzt bist du schon wieder krank. Ne? Merkst du, geht nicht. Ja? Also alle diese Sachen gehen nicht, ja? Sodass, wenn man das sich alles so anhört, man merkt doch, ziemlich schwierig, einen Arbeitnehmer krankheitsbedingt zu kündigen, in der Regel. Ja? Wenn natürlich jemand ewig schon krank ist, da auch nicht mehr hingehen kann. Also die Leute, die uns da anrufen und sagen, ja, Bredrek, ich gehe da nie mehr hin, ich bin schon irgendwie ausgesteuert und so weiter. Das ist eine andere Sache. Da hat man wenig Druckmittel. Ja? Weil der Arbeitgeber sagt, der kommt doch eh nicht wieder, warum soll ich da eine Abfindung zahlen? Ja? Das sind so Fälle, die uns Bauchschmerzen bereiten. Alle anderen Fälle bekommen wir gut in den Griff. Wenn du selber Fragen hast oder Probleme, schreib es in die Kommentare. Oder wenn du eine Kündigung hast, ruf gerne an, nutze die Möglichkeit, deutschlandweit kostenlos erstmal mit uns darüber zu sprechen.